Ja, willkommen bei der zweiten Folge von Achterhuchse Unternehmer van de Maand. Das heißt, der Achterhuchse Unternehmer des Monats. Auch wenn es so aussieht, als ob ich hier im Urlaub wäre, aber das bin ich nicht. Für den heutigen Unternehmer des Monats brauche ich gar nicht so weit zu gehen, weil ist bei mir praktisch um die Ecke in der Achterhook in Aalten und das ist Camping Landsbülten. Das ist ein wirklich wunderschöner Platz, ein sehr schöner Camping, können Sie sich gleich selber davon überzeugen und wir gehen jetzt mal eben zu den Eigentümern dieses Campings, um uns da mehr erzählen zu lassen. Ich bin Jan Dornig. Ich bin Eigentümer von Camping Landsbülten. Ich mache das seit 20 Jahren. Hier sind auch viele deutsche Leute auf dem Campingplatz und auch viele holländische Leute. Das geht so durcheinander und das geht ganz gut. Das ist schön, um zu machen. Angeschlossen. Wir sind bei ACSI, das ist in Deutschland auch ganz bekannt mit den dicken Büchern. Bei einem Campingplatz in Achterhoek, das ist ein holländisches, das ist hier in die Umgebung, ein Verein, wo 31 Campingplätze bei angeschlossen sind. Und da kann man gegen spezielle Tarife kann man da Camping machen. Hauptsächlich Ruhe, das ist hier wichtig. Wir haben für die kleinen Kinder haben wir ein Schwimmbecken, ein Hüpfkissen, Spielsachen für die Kinder. Wir machen ein Animationsteam, haben wir hier, ein kleines Team. Brötchen backen, schminken, Pfannkuchen machen wir ab und zu auch mal backen. Wintersvik, Bredevoort. Bredevoort is een klein, schönes klein stadje. Dat is een slingerplas, daar kan man wandelen. Dat is een ganz große Wasser, Wasserplas, daar kan man recreëren, kan man zwemmen, kan wandelen, kan man daarom. Is een ganz schöne Umgebung. Lichtenvoort had man. We zijn 10 kilometer van Bocholt. Dat is ook een schöne stad. Met een schöne Innenstad. Daar kan man einkaufen machen. Dit is veel te doen. En bij onze camping maakt zo bijzonder is die ruhe en de persoonlijke contact die man met die leute had. We maken dat 20 jaar en dat bouwt zich nog immer op. 20 jaar, ganz langzaam, maar ieder jaar komen meer leute en dat bouwt zich ganz langzaam op. Dat is ganz schön om te doen. Dat persoonlijke contact met die leute, abends wenn man toiletten geworden, sauber macht, spricht man met die leute, die vragen dich was. Dat is wirklich schöne arbeid.
Dit is ons nieuwste project, een serie van 3 huurcaravans. We hebben de 2 oude weggedaan en 3 nieuwe gekocht. En we gaan straks dit veld gaan we helemaal inrichten voor verhuur. Dat de verhuurcaravans allemaal bij elkaar zitten. Top, toppie dan hebben we ook bij, hè? Ja. Meine Mama ist frühzeitig in Rente gegangen, musste aus Gesundheitlichem. Ja. Und vom Schwiegersohn, die Eltern waren früher auch hier. Und dadurch hatte sich das ja rumgesprochen. Ja. Und wir haben dann gesehen und gehört, dass das verkauft wurde. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Mit unseren Kindern, weil das auch ziemlich groß ist hier. Genügend Schlafplätze. Auch die machen hier ihre Ferien. Ferien also hier schön, gemütlich. Alles grün, also besser geht es gar nicht. Enkelkind ist hier aufgewachsen in Freiheit. Ja, die können ja auch hier spielen, die haben ja hier auch alles. Ne? Hier haben wir schön eingezäunt, wir sind für uns, wir können rausgehen, können alles machen. Ja, gemütliches Beisammensein gibt es auch immer wieder. Und hier, wenn wir was haben, wir gehen dann... Immer zuverlässig. Nein, auch hier die Aktivitäten, alles, was hier gestaltet wird. Auch mit den Holländern, wo man teilnehmen also, da kommt man so kann. Prima aus. Also. Gut, wir kommen sehr gut mit aus. Ne? Ja, Spaziergänge, Radfahren. Alles hier. Ist alles gegeben hier. Ne? Und wie ist der Kontakt zu dem Besitzer, zu Jan? Wunderbar. Ach, der ist einmalig. Also, der schneidet uns hier die Bäume, der macht, also wenn irgendein Anliegen kann man wirklich ist, nichts gegen sagen. Wenn ein Anliegen ist, mal eben ein Wort sagen und fragen. Hier, die haben die es jetzt umgebaut. Wir hatten ja hier einen Teich. Wunderschön. Aber das ging nicht mehr. Nee, mussten wir leider haben wir wegmachen. Wunderbar gemacht. Also. Und haben wir Herrn Dörling angesprochen, den Jan, und sofort. Ja, da konnten wir uns noch ein paar Platten besorgen. Ja. Haben wir eine schöne Sitzecke dazu. Hier haben wir uns eine schöne Ecke reingemacht, kann man sitzen. Wo die Sonne herkommt, da können wir uns hinsetzen. Ja. Also sowohl Urlaubsgäste als auch Dauercamper können sich hier zu Hause fühlen. Ja. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Bestimmt. Wir haben auch schon öfter Besucher hier gehabt und die waren alle voll auf begeistert. Die waren begeistert hier. Auch die mit dem Wohnmobil hier. Mal ein Wochenende verbracht haben. Ja, also, wunderbar. Die waren wirklich unten an der Gracht. Und die haben aber gesagt, so was wie hier, da gibt es doch gar nicht so schön. Nee, also vor allen Dingen, wir haben noch sehr viel Grün drumherum. Ja. Nicht? Wo sich der nicht der eine Wagen, Fenster raus, bis zum nächsten die Hand reichen kann. Nee, also hier ist alles schön. Nicht? Gesellschaftliches Miteinander. Offene Kamin hier, ich habe noch hier die Lampen überall. Hier ist alles hell erleuchtet, also abends, man kann hier lange sitzen. Ein paar Grubenlampen hier unten. Ja. Nein, aber geselliges Beisammensein oder mal ganz für sich Ruhe haben, das ist alles gegeben. Alles ist gegeben, man kann alles für gegeben. Sich ruhig machen. Man kann hier spazieren gehen. Ne? Also, jung und alt findet hier Platz und Unterhaltung. Ja. Sie sind als Gast hier jederzeit herzlich willkommen auf Campinglands Bulten. Meine Frau und ich werden dafür sorgen, dass Sie als Gast hier auf Campinglands Bulten Ihr Urlaub wie zu Hause fühlen. Thank you.
hinter mir könnt ihr gerade sehen, dass ein Feuer gemacht wird. Und zwar, weil hier gleich Brot, Stockbrot gebacken wird mit den Kindern. Das verspricht natürlich sehr viel Gemütlichkeit und sehr viel, viel Geselligkeit. Ja, und wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge Achterhuchse Unternehmer van de Maand. Wir hoffen aber, dass ihr so einen kleinen Einblick kriegen konntet darin, was Campinglands Bulten in Aalten alles bieten kann. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr Achterhuchse Unternehmer van de Maand wieder einschaltet.